Es ist einfach echt brutal. So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Jeder, der den Titel gelesen hat, weiß, worum es jetzt geht. Wir machen Spikes auf die Sumo-Felgen hier von der 450. Ja, um erstmal gar nicht viel zu reden, wir haben das ungefähr so gemacht. Und zwar habe ich einmal einfach von außen, je nachdem, wie ich wusste jetzt, wie viel ich ungefähr habe, wie viele Schrauben, in jedem sollen ungefähr 250, also in jede Stolle fast. Man sieht es jetzt hier, das Loch von außen reingebohrt, damit ich nicht komplett durcheinander bin und ein bisschen Muster habe. Und anschließend von innen dann die Schraube eben durchgebohrt, also wirklich kein großes Ding. So, wie das Ganze jetzt hält, zeige ich euch jetzt hier. Und zwar haben wir jetzt hier den Vorderreifen, der Hinterreifen ist schon komplett eingebaut. So, jetzt kommt der Trick, hier sieht man die ganzen Schrauben drin. Ich hatte an der Stelle noch, ich hatte Spikes gekauft, die zeige ich euch jetzt nicht extra, die waren 12 mm lang, aber gefühlt nur 4 mm Durchmesser, da habe ich ein bisschen klein geschätzt, da haben die 400 Stück haben 120 Euro gekostet. Die schicke ich alle wieder zurück, also ich benutze jetzt nur diese Schrauben, weil ich denke, dass die Spikes für das, was ich vorhabe, trotzdem ein bisschen klein sind. Also ich will da wirklich, dass das Ding schon richtig Grip hat. Ich werde es dann auch mal gleich mal testen. Die Testfahrt seht ihr jetzt am Ende vom Video, also dranbleiben, Leute. Und an der Stelle lasst wie immer schon mal einen Kommentar, einen Like da für den Algorithmus. Ja, wie das Ganze jetzt hält, damit es dicht bleibt. Erstens, ich habe keine schlauchlosen Reifen, also ich habe einen Schlauch. Und zweitens, um den zu schützen, machen wir hier über diese ganzen Schraubenköpfe eben auch, wenn ja, die sich ein bisschen biegen beim Bremsen, beim Gas geben und hoffentlich nicht abreißen, damit die nicht den Schlauch kaputt machen, habe ich einfach hier diesen alten Motorradteppich zusammengeschnitten. Der kommt jetzt noch einmal mit rein über die Schrauben und dann kommt einfach der Mantel rein. Ich will es mal nicht Push nennen, denn wenn es funktioniert, ist es kein Push. Schauen wir mal, wie es läuft. Ich habe selbst gar keine Erfahrung damit. Falls sich jemand fragt, wie ich auf die Idee gekommen bin, ich habe es bei Stunt Freaks Team gesehen, habe dann unseren Wetterbericht gesehen, habe mir dann gedacht, komm, das mache ich ja auch. Ja, jetzt stehen wir hier. Hinten sieht absolut krass aus. Die Bilder gab es ja schon auf Instagram. Hinten sieht in echt, man tut sie sogar schwer beim Aufziehen, weil man sich halt überall weh tut, wenn man da hinkommt. Aber es sieht halt richtig krank aus. Wir machen jetzt gerade diesen Gummi da rein, das zeige ich euch gar nicht. Einfach rein damit. Die Länge von einem so einem Teppich passt perfekt für eine 17 Zoll Felge, der legt sich perfekt rein. Dann ziehe ich die wieder auf die Felge auf und dann bauen wir alles wieder zusammen. Das sieht echt schon absolut brutal aus. Ich bin auch gespannt. Auf Eis, mit Safe, auf Eis. Hat es richtig gut Grip, also muss auf Eis Grip haben. Wie es in Schnee ist, keine Ahnung, ob es sich da durchfühlt, ob es nicht viel bringt. Ja, das werden wir noch rausfinden, Leute. Los geht's. So, Leute. Ich bin fertig, wie ihr schon seht. Einmal, Bike ist komplett ready. Es ist auch schon Schnee drauf. Ja, ich bin schon gefahren. Die Testfahrt kommt für euch gleich. Also wie gesagt, es funktioniert alles mit diesem Teppich, den ich hier reingeschnitten habe. Wirklich perfekt. Der Teppich ging vorne relativ schwer rein, weil der Reifen trotzdem viel runder ist. Hinten ist er relativ glatt, weil er ja breiter ist, das wisst ihr ja. Ja, hält aber alles dicht bisher. Also mal schauen, ob es morgen auch noch so ist. Ich denke aber mal schon, weil es kann eigentlich keine Stelle sein, die aus irgendeinem Grund undicht sein wird. Ich will jetzt auch gar nichts weiter verraten. Ja, bei mir ist es jetzt schon dunkel. Für euch gibt es jetzt gleich die Testfahrt. Ja, viel Spaß damit. Ich sage nur eins, es ist einfach echt brutal. Viel Spaß mit den Aufnahmen. Los geht's zur Testfahrt. So Leute, ab geht's zur Probefahrt. Da steht jetzt schon die Gute, wie krass es einfach im Schnee schon aussieht. Ja, was ich jetzt schon, ich bin jetzt schon 100 Meter gefahren. Es ist in diesem tiefen Schnee, also der locker 20 cm ist, wenn man sich das hier mal ansieht, ist es schon ein bisschen hart. Da rutscht das Vorderrad definitiv oft weg. Auf Schnee denke ich viel geiler oder auf Eis. Auf Eis viel geiler und wenig Schnee wäre auch noch besser. Ja, aber wir fahren jetzt einfach mal. Auf geht's zur Testfahrt, Leute. Thank you.
ich denke, man sieht schon, auf Schnee schon ein bisschen arg rutschig. Ja, es macht aber trotzdem Bock. So sieht das Ganze von nah aus. Ich bin schon ganz außer Puste, denn ich muss mich schon echt oft halten. Also wir hoffen mal, dass das Ganze nochmal auf Eis geht oder wieder weniger Schnee. Das wird schon noch klappen. Aber fürs erste Video finde ich es geil. Es macht übelst Bock. Es ist saulustig. Auf 17 Zoll Felgen. Ja, für euch gibt es noch ein paar Fahraufnahmen. Dann soll es das mit diesem Video schon gewesen sein. Soll nur Testfahrt. Abonniert den Kanal und lasst einen Kommentar da. Dann werden die nächsten Videos noch geiler. Hoffe ich mal. Spätestens, wenn es auf Eis ist. Ja, weiter geht's, Leute. So Leute, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, die paar Fahraufnahmen haben euch schon gefallen. Ich denke, auf Eis ist es schon nochmal ein Riesenunterschied. Das konnten wir bisher eben noch nicht machen. Das kommt noch, es ist ja auch gerade erst der Anfang. Danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.